Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Elrond zu einem Part. Let's go, Evoli! Pokémon, let's go, Evoli! Mit dem Zwergenfürst und der Zwergenfee. Selbstverständlich. Und neben Evoli. Ohne Namen. Ja, das war ein Fail im letzten Part. Und ich spiele wieder mit dem einen Joy-Con. Naja, das kann ja super werden. Die Steuerung ist eh ein bisschen defekt. Aber mal sehen, wie wir hiermit zurechtkommen. Man sieht es ihm vielleicht nicht sofort an, aber Professor Eich genießt höchstes Ansehen als Pokémon-Forscher. Und den Pokémon-Trainern gibt es einige, die ihn regelrecht verehren. Okay, das hat gerade ein bisschen geruckelt. Wer sitzt auf einem Stuhl und hilft Professor Eich dabei, Pokémon zu erforschen? Ich natürlich, weil ich sein Lieblingsassistent bin. Na denn, wenn du denn sein Lieblingsassistent bist, dann ist er gut. Joy-Con. Ich sehe es schon, das wird einige Probleme geben, in diesem Spiel mit diesem Joy-Con hier rumzuhantieren. Alles klar. Ich helfe Professor Eich dabei, Pokémon zu erforschen. Und weißt du was? Ich bin sein Lieblingsassistent. Verrat das nicht meinem Kollegen da drüben. Ja. Ist klar. Ohne Pokébälle kann man bei einer Begegnung mit einem wilden Pokémon nichts ausrichten. Man sollte daher regelmäßig im nächstgelegenen Pokémon-Supermarkt seine Vorräte aufstocken. Aha. Joy-Con steuert von automatisch nach rechts. Um ein Pokémon zu fangen, muss man es lediglich mit einem Pokémon treffen. Es vorher in einem Kampf zu schwächen, ist absolut nicht nötig. Okay. Hier noch Infos? Nein, nur die Dame, die wir schon angesprochen haben. Das kann ja heiter werden hier mit der Joy-Con-Steuerung. Da freue ich mich ja schon ordentlich drauf. Oh, das ist ja ein süßes Pokémon. Das hat dir bestimmt der Professor geschenkt. Moment, was sagst du da? Du hast es ganz alleine gefangen. Da bin ich sprachlos. Und wie heißt das Kleine? Ah, Evoli, wirklich niedlich. Oh man, es wäre so gut gewesen, wenn ich da einen Spitznamen gehabt hätte. Diese Dialoge, die wären so gut gewesen. Woli! Hui, es ist ganz schön lebhaft, das Evoli ohne Namen. Ihr beide werdet euch jetzt in euer Abenteuer stürzen, hab ich recht. Ich wusste, dass dieser Tag irgendwann kommen würde. Deshalb habe ich das hier für dich aufbewahrt. Du erhältst eine Karte von deiner Mama. Alles klar. Du verstaust das Item im Beutel. Wenn du einmal wissen willst, wo genau du gerade bist, musst du einfach nur einen Blick auf die Karte in deinen Beutel werfen. Na gut, dann wünsche ich euch beinahe eine gute Reise. Passt auf euch auf. Ich weiß schon mal so viel, dass das Spiel mir das ewig nachtragen wird jetzt hier. Das Evoli ohne Namen. Tja, Professor Eichs Labor. Wusstest du, dass man heutzutage seine Konsole mit einem Smartphone verbinden kann und dann Daten zwischen den beiden austauschen kann? Die Wissenschaft kennt einfach keine Grenzen. Ja, wusste ich schon irgendwie. Habe ich mal am Rande mitbekommen. Ich trainiere
trainiere meine Pokémon so lange, bis sie mega stark sind. Dann können sie mich nämlich beschützen, weißt du? Ja, unter Umständen können sie das. Labast, ja, hier beginnen kunterbunte Abenteuer. Ich glaube, das haben wir schon mal gelesen. Und das ist das Haus von Mordev. Und da schauen wir mal hinein. Oh, und wer ist das? Mordevs Mutti? Die sieht aber ein bisschen jung aus. Oh, du und Mordev habt also beide einen Pokémon erhalten. Das freut mich für euch. Und wer bist du? Kannst du mir das auch noch verraten? Seine Mutter hoffentlich nicht. Die sieht noch ziemlich jugendlich aus. Das hier ist das Magazin mit dem Titel Das Pokémon Journal. Ein Trainer, der seine Pokémon gut behandelt, wird von ihnen sicherlich ins Herz geschlossen. Okay. Hat dieses Haus nur eine Etage oder was ist hier los? Das ist ein Foto von Mordev. Alles klar. Hier guckt niemand fern. Im Fernseher spiegelt sich dein Gesicht. Ist wohl nicht angeschlossen. Na, können wir nachgucken. Mülleimer. Ich wühle ganz gerne in Mülleimer rum. Jetzt wühle ich gerade nur in Evoli rum. Das klingt ziemlich falsch. Evoli erschlüffelt all die Gerüche, die im Raum liegen. Ja, der Müll ist unbenutzbar. Okay, eine Etage. Und da kommt man irgendwie anders hoch. Ja, hat wohl noch eine zweite Etage, aber da muss man dann irgendwie mit einer Leiter hoch auf den Balkon hier klettern und dann übers Fenster einsteigen. Ja, auch eine Art, in sein Haus zu kommen. Doch jeder so, wie er es mag. Ich mag lieber Treppen in meinem Haus. Aber wenn Mordev das so mag, soll er es so machen. So, ab ins hohe Gras. Oh, Route 1, da sind wir schon. Und da sehe ich ein Taubsi. Das schaut nach einem Taubsi aus. Hier im wilden Gras treffen wir nur auf die Pokémon, auf die wir treffen wollen. Wir können die anderen umgehen. So sieht's aus in Pokémon. Let's go, Pikachu und Evoli. Wir sehen die Pokémon hier drum herumfliegen. So, na komm. Du musst jetzt ansprechen, oder wie ist der Plan? Vielleicht sagt mir das noch jemand. Siehst du die Stufen hier? Ich habe immer ein bisschen Angst davor, sie herunterzuhüpfen. Aber so kommt man am schnellsten nach Alabaster zurück. Die Musik auch wieder herrlich. Oha! Da ist der erste Kampf gegen ein wildes Taubsi. Ein wildes Taubsi erscheint. So, jetzt haben wir Zielen, Beute, Hilfe, Flucht als Option. Wie sieht denn der Beutel aus? 50 Pokémon-Bälle. Wow! Zu Anfang eines Spiels schon so viele Pokémon-Bälle. Der Wahnsinn. Ja, dann ziehe ich doch das mal auf das Taubsi und würde mal sagen, Wurf. Zack. Und drin ist es. 1, 2, 3, 4. Nice. Klasse. Taubsi wurde gefangen. Diesmal richtig einen Namen vergeben. Ein weibliches. Ach so, das war mit Evoli. Evoli ist weiblich. Hab mich versichern. Sorry. Für Taubsi wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Ein sanftmütiges Pokémon, welches lieber Sand zum Schutz aufwirft, als Zug zu schlagen. Alles klar. Taubsi wurde in ein Team aufgenommen. Darf ich einen Spitznamen geben? Scheinbar nein. Ein Radfratz. Ein wildes Radfratz erscheint. Da will ich mal lieber Flucht. Ja, ich möchte es aufgeben, das Pokémon zu fangen. So, dann hopsen wir hier mal runter. Hops, ist doch gar nicht so gefährlich, darunter zu springen.
Die Musik ist wieder mal spitze. Team. Ah, da ist das Topsy. Kann ich dem einen Namen geben? Namen ändern. Cool. Können wir hier auch Namen ändern? Wir können hier einen Namen ändern. Ist das spitze. Und dann kann ich dem einen Namen geben. Wie nenne ich dich denn? Das Starter-Pokémon. Ein weibliches Starter-Pokémon. Unser Rival heißt Mordev. Dann nenne ich das Evoli ganz einfach mal. Ja. Blacky. Ja. So soll es sein. Jetzt ist das Evoli ohne Namen. Kein Evoli mehr ohne Namen. Und Taubsi, das können wir auch gleich umbenennen. Taubsi, wie soll man das nennen? Ist ein Männchen. Dann würde ich mal sagen. Du hast Kit. Genau. Blacky und Kit. Ja. Gleich ein Community-Mitglied und ein YouTuber-Kollege, YouTuberin-Kollegin in meinem Team. Ja, müssen wir hier aufpassen, dass wir den Radfratz nicht über den Weg rennen. Oh, und schon ist es passiert. Ein wildes Radfratz erscheint. Nein, danke, ich will kein Radfratz in meinem Team. Ich habe dort drüben einen Knurfenser gesehen. Das würde ich schon viel lieber fangen. Ja, können wir uns ja auf Route 1 ein bisschen umsehen. Warte, da ist hier was. Hey, Evoli, Blacky. Was ist hier los? Ja, was willst du? Was willst du? Blacky, ja, komm. Blacky hat unter den Pflanzen etwas gefunden. Du erhältst eine Himbeere. Das kann man ja nicht aussprechen. Himbeere. Das H. Wie spricht man das aus? Himbeere. Von Blacky. Du verstaust das Item in der Fangtasche. Ist ja auch seltsam. So. Taubsi, Radfratz. Gar keine sehr seltenen Pokémon hier am Anfang. Guck mal hier, Knofenser, das fand ich interessant, das würde ich vielleicht erwägen, mein Team zu aufzunehmen. Den Taubsis nicht zu nahe treten. Hops, weg hier. Keine Knofensers mehr. Na denn. Was hier los, da kann man noch runterspringen. Und er hier, kann man mit ihm reden. Boah, was hast du denn da für ein cooles Pokémon? Ich ruhe nachher mein Lieblings-Pokémon. Dann können wir kämpfen. Nachher erst? Ich will jetzt kämpfen. Aber gut. Und dann halt später. Vertania City. Da wären wir. Tipps für Trainer. Wenn dir die Pokémon ausgehen, kannst du dir im Pokémon-Supermarkt welche kaufen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dass man Pokémon kaufen kann. Was für ein Wahnsinn. Wenn ich in Mamoria City einkaufen will, muss ich immer den verworrenen Weg durch den Vertania-Wald auf mich nehmen. Ach ja, der Vertania-Wald, da werden wir auch noch hin aufbrechen. Aber erstmal hier in die nächste Stadt erkunden. Hallöchen. Du versuchst, den Pokédex zu vervollständigen? Dann gebe ich dir einen Rat mit auf den Weg. Man kann nie genug Pokémon haben. Kauf dir im Pokémon-Supermarkt am besten auf die Stelle einen ordentlichen Vorrat. Ich hab doch schon 50. Das müsste doch hinreichen. Oder? Und ist das jetzt hier eine andere Einheit hier in Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli? Sind die weniger wert? Ein Zerschneiderbusch. Diesen Strauch könnte man mit einem gezielten Schnitt aus dem Weg räumen. Ja, schade nur, dass wir noch keinen Zerschneider haben. Ist das ein Pokémon, das du da bei dir hast? Wie cool! Nee,
Du, das ist kein Pokémon. Ich bin gerade erschreckt. Ich bin gerade erschrocken, heißt das. Da oben rechts habe ich was gesehen. Oha. Da gehen wir gleich mal hin. Ich find's klasse, dass man mit einem Lieblings-Pokémon spazieren gehen kann. Wann immer man will. Mit meinem Lieblings-Pokémon spazieren gehen, das heißt, wenn ich jetzt mein Team tauschen würde, rein theoretisch, und jetzt, das würde ich natürlich nie machen, aber wenn ich jetzt Kit hier an diese Stelle setzen würde, müsste ich eigentlich, okay, ist dann wohl nicht mein Lieblings-Pokémon, steht nur an der ersten Stelle. Kann ich dich zum Lieblings-Pokémon machen? Der Eintrag hier. Alles klar, alles klar. Markieren. Favorit. Zack. Vielleicht geht's so. Nur mal testweise gemacht. Ich wollte es nur mal ausprobieren. Okay, klappt nicht so. Dann bewegen wir es mal. Zack. Level 5 und Level 4. Alles klar. Dann ab ins Pokémon Center. Was machen? Hallo. Wer ist denn so im Pokémon Center hier? Wo du von hier aus auch hingehen magst, es gibt in jeder Stadt ein Pokémon Center. Dort kannst du jederzeit völlig kostenlos deine Team heilen lassen. Ja, wir lassen uns hier ordentlich Zeit und schauen uns alles in aller Ruhe an und sprechen mit jedem. Hast du schon mal gegen einen anderen Trainer gekämpft? Nein, leider noch nicht. Es wollte noch niemand. Es hat mich noch niemand herausgefordert. Ich habe schon mit jemandem gesprochen, aber der hat sowohl seinen Pokémon gerade nicht dabei. Warum auch immer man seine Pokémon nicht dabei haben sollte. Hier ein kleiner Tipp. Wenn die Initiative deines Pokémon größer als die des gegnerischen ist, kommt es schneller zum Zug. Alles klar. Alles Klärchen, Popärchen. Da werden wir in Vertania City, die Stadt gibt Natur. Hier blühen das ganze Jahr über Blumen. Ein Pokémon-Center gibt es hier, einen Pokémon-Supermarkt, eine Pokémon-Arena. Wow. Und eine Trainerschule. Klingt wohl nach Rocco, dem ersten Arena-Leiter. Wer das wohl ist, Rocco, weiß ich nicht, wer der erste Arena-Leiter sein könnte. Absolut keine Ahnung. Ja, hübsch. Noch ist die Karte ziemlich unbesucht. Das wird sich aber demnächst mal ändern. Lavandia. Da werden wir noch aufbringen. Aufbrechen. Da werden wir hin noch aufbrechen. Der Vertania-Wald. Ich freue mich auf das Spiel. Siegelstraße, Indigo-Plateau. Ja, hier Lavandia. Ich freue mich drauf. Und gerade auf Lavandia. Hallöchen, der Gentleman. Das Lesematerial im Magazinstand da hinten ist für alle da. Darauf hat mich die Dame am Empfang freundlicherweise hingewiesen. Also nicht für einen, sondern für alle. Verstanden. Wenn man sehr viele Pokémon fängt, werden sie in eine Box geschickt. Du hast in deinem Beutel doch auch so eine Box, oder nicht? Kann sein. Hier ist das Magazin mit dem Titel Das Pokémon Journal. Auf der Rückseite siehst du eine auffällige Anzeige. Möchtest du sie lesen? Nee, mein Lieber, nicht. Jetzt habe ich das gerade so gesprochen, als würde das Regal mit mir reden. Ja, wieso denn nicht? Es tut mir leid, aber unsere Maschine wird gerade gewartet. Komm doch bitte etwas später wieder vorbei. Wes? Ist mir hier verboten, ein Pokémon-Team im Pokémon-Center zu heilen? Na sowas. So, was haben wir denn hier? Lauf nicht weg. Trainerschule. Bildung bildet. Was? Behauptung. Ich lerne gerade etwas über Pokémon-Typen. Evoli gehört
zu dem Typ Normal. Pokémon vom Typ Normal sind nur Pokémon vom Typ Kampf gegenüber im Nachteil. Er lernt etwas in einer Schule. Ist bei mir recht selten vorgekommen. Wenn sich Pokémon in Kämpfen so richtig austoben dürfen und viel spazieren geführt werden, gewinnt sie ihren Trainer total lieb. Das hat mir meine große Schwester verraten. Und ich kann nicht richtig lesen. Ja, lauf doch nicht gleich weg, wenn ich erst etwas anklicken möchte. Wie oft Pokémon Attacken einsetzen können, hängt von der Anzahl ihrer AP ab. Um AP schneller wieder aufzufüllen, bietet es sich an, ein Pokémon-Center zu besuchen. Ich war ja gerade da, aber ich durfte nicht. Puh, ich muss all meine Notizen auswendig lernen. Ja, auswendig lernen. Schule, ich liebe es. Also dann, liebe Klasse, wo können wir nochmal nützliche Informationen für angehende Trainer finden? Richtig, auf unserer Tafel und in den Büchern. Und vergesst auch nicht, die Hinweisschilder unterwegs zu lesen. Die Hinweisschilder, alles klar. Auf der Tafel stehen Informationen zu den Statusproblemen, die ein Pokémon während eines Kampfes erleiden kann. Über welches Thema möchtest du lesen? Schlafverbrennung, Vergiftung, gefroren. Gefroren? Paralyse, abbrechen. Das passt so absolut gar nicht zueinander. Schlafverbrennung, Vergiftung, Paralyse und dann gefroren. Ja. Wir sind ja hier in der Schule. Alles klar. Physikalische Richtigkeit. Und so weiter. Ja, das ist, ja. Muss ja nicht. Hallo, du kommst aus Alabaster. Stimmt's? Ja, von nebenan sozusagen. Hallöchen, der will mit mir reden. Was ist hier los? Ach, hallo, du kommst aus Alabaster, oder? Nee, ich komme aus... Hab ich vergessen. Ja, hier irgendwas einfügen. Okay, das wurde gerade peinlich. Es ist eben eine Bestellung für ihn eingetroffen. Was? Aber ich habe gerade alle Hände voll zu tun. Würdest du sie für mich zum Professor bringen? Du hältst das Paket vom Angestellten. Verstaust das Item im Beutel. Danke, das ist echt nett von dir. Richte Professor Eich doch bitte schöne Grüße von mir aus. Das Paket. Willst du zu Professor Eichs Pokémon-Labor zurückkehren? Ja. Dann überbringe ich mal das Paket. Das Ominöse. Was haben wir hier? Hallo, Zwergenfee. Na, wie verstehst du dich mit Evoli? Na, null. Sehr gut, wie es ausschaut. Na, da staune ich aber. Ihr beide seid ja jetzt schon geradezu untrennlich. Haha. Du scheinst als Pokémon-Trainer großes Talent zu besitzen. Oh, du hast etwa was für mich? Du gibst Professor eigentlich das Paket. Das Paket. Ich bin wahnsinnig gespannt, was in dem Paket drin ist. Ah, meine Lieferung ist also eingetroffen. Danke, dass du dir die Mühe gemacht hast, sie mir extra herbeizubringen. Professor Eich! Professor, mein Pikachu hat eine Attacke. Wow. Wie cool ist das denn, Zwergfee? Ist Evoli einfach so an dir hochgeklettert? Mordev, du kommst gerade richtig. Mich hat eben eine tolle Lieferung erreicht. Hier, das ist für dich. Du erhältst Himbeeren. Die unaussprechlichen Beeren. Himbeeren von Professor Eich. Du verstaust sie in der Fangtasche. Lecker sehen sie aus. Nicht so schnell, du Schneckermaul. Diese Beeren sind für Pokémon gedacht. Wirfst du einem Pokémon eine Himbeere zu, bevor du es mit einem Pokémon anvisierst, freut es sich riesig darüber und lässt sich daher auch leichter fangen. Alles klar.
Sagen Sie doch, das ist doch gleich. Ich hätte die Biere beinahe selbst gemampft. Dann wäre das auch geklärt, ihr zwei. Ob ihr möglichst viele Pokémon fangt oder lieber ein paar weniger besonders sorgfältig trainiert, bleibt ganz euch überlassen. Das Wichtigste ist, dass ihr Spaß habt. Spaß! Ja, das ist das Wichtigste im Leben. Sollte man immer haben. Augenblick! Das Trainerdasein besteht nicht nur aus dem Fangen von Pokémon. Trainer tragen untereinander nämlich auch Kämpfe mit ihnen aus. Ich zeige dir mal, wie das geht. Los, kämpfen wir! Oha! Unser erster Kampf. Muss natürlich gegen den Rivalen sein. Pokémon-Trainer Mordev fordert sich heraus. Mordev setzt Pikachu ein. Pika! Pikachu vs. Evoli. Ein legendärer Kampf. Und dann würde ich mal sagen, kämpfen wir direkt mal. Tackle, Rutenschlag und Heuler habe ich. Das glatt mal Tackle ein. Glatt. Am Stottern bin ich auch schon so weit so klar. Blackie. Zack. Dann wird weiter getackelt. Auf geht's. So ein Donnerschock von Pikachu. Let's go Pikachu versus Let's go Evoli. Volle Möhre. Und wer hier wohl gewinnt? Das ist ja wohl klar. Los, Evoli. Der letzte Schlag ist deiner. Und hau ihn platt. Pikachu wurde besiegt. Pikachu wurde der Rang abgelaufen. Und Evoli ist das neue Pikachu. Oder nicht. Oder irgendwie so. Keine Ahnung. Evoli hat jedenfalls gewonnen. Initiative plus 1. Blackie erinnert Ruck zu Keep. Der Rest deines Pokémon-Teams hat auch ein paar Erfahrungspunkte erhalten oder sowas in der Art. Wie? Was? Ich habe verloren! Du gewinnst 120 Pokémon-Dollar und geht siegreich aus dem Kampf hervor. Gehe ich mal wieder siegreich aus einem Kampf hervor. So muss es in Pokémon-Spielen sein. Oh Mann! Hätte ich den Mund bloß nicht so voll genommen. Wie peinlich. Ich hätte meine Pokémon vor unserem ersten Kampf richtig trainieren sollen. Was? Lass uns bald mal wiederholen. Na, wie war dein erster Kampf? Du warst doch dabei, du standst dahinter, du hast's gesehen. Dein Partner Evoli hat sich ganz ausgezeichnet gemacht, muss ich sagen. Ja, wie du fragst denn dann? Äxter. Alabastia. Na denn. Oh, Zwergenfee. Da werde ich glatt aufgehalten. Wenn Evoli so auf dir sitzt, wirkt ihr zwei schon wie richtige Partner. Ich glaube, ich hab genau das richtige Geschenk für euch. Du erhältst ein sportliches Set. Sportlich. Du verstoßt das sportliche Set in einem Klamottenkoffer. Hui. Klamotterie für Evoli. Wenn du Evoli dieses Set anziehst, könnt ihr im Partner-Look auf Reisen gehen. Och süß. Bitte mach das. Huch. Blackie sieht überglücklich aus. Ja, aber immer noch.